Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhieß 82 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein kleines Paket aus Italien und zwar direkt von Cine Museum, vom lieben Carlo Bugli. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Liebe Grüße an dich, lieber Carlo. Wir hatten vor vielen, vielen, vielen Jahren mal Kontakt gehabt, aber der Kontakt ist dann eingeschlafen und er hat eben das Label Cine Museum eben gegründet und er hat schon einige wunderschöne Dinge rausgebracht, aber ich habe damit mich nicht so wirklich befasst. Aber jetzt in diesem Paket ist es ganz Besonderes drin, zu einem Film, den ich auch schon lange in meiner Sammlung haben möchte, und zwar Brennen muss Salem. Und Cine Museum hat eben diesen Film nun in ein paar schicken Mediabooks herausgebracht. Und ich bin nicht darauf gekommen, da mal nachzugucken, wenn lieber Björn von der Facebook-Gruppe Mediabooks da nicht einen Post gepostet hat mit dem Kaffeemotiv, wo ich dachte, wow, das Ding schaut ja mal mega gut aus. War auch erstmal ausverkauft und war nicht mehr erhältlich, aber dann kamen noch ein paar Restbestände mit rein und ich hatte Glück und ich konnte auch genau das Motiv mir kaufen, was ich gern haben möchte. Wir machen mal das Paket aus. Es ist schon ungefähr eine Woche schon bei mir zu Hause, aber ich kam nicht dazu, eben das auszupacken. Und ich wollte es auch mit euch zusammen auspacken in dem Video, damit ihr auch seht, wie es verpackt ist aus Italien. Es war nicht gerade billig, muss man auch klipp und klar sagen. Das Mediabook war an sich schon 40 Euro plus nochmal knapp 12 Euro Versand. Also wir waren da, also ich war glaube ich bei knapp 60 Euro insgesamt. Ja, verpackt ist schon mal hier so mit ein paar Schneeflöckchen. Und Schneeflöckchen hasse ich wie die Pest. Aber dafür habe ich ja mein Sondermüll hier. Das wird ja gerne reingegossen und so sind die hier schon mal safe weg. Aber dafür auch noch mit extrem viel Luftpolsterfolie verpackt. Und hier ist es auch drin. Eine Rechnung findet ihr hier nicht, das finde ich schade. Und dann haben wir auch schon das Mediabook. Und wow, es schaut wirklich richtig fantastisch aus. Zu Salem Lot. Wow, was sagt ihr zu diesem Teil? Ich muss sagen, schaut wirklich mega gut aus. Mal gucken, ob auch eine deutsche Tonspur dabei ist. Und ja, wir haben eine deutsche Tonspur dabei, Tedesco, aber dazu gleich mehr. Denn Cine Museum hat einiges herausgebracht von diesen Mediabooks. Und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich möchte euch erstmal kurz zeigen, bevor wir zu diesem Mediabook kommen. Und zwar einmal gibt es das KVA-Motiv. Das Ganze schaut hier so aus. Müsste das Covermotiv sein, das Kinoplakat sein. Auch das wirklich sehr schick, wie ich finde. Und dann gibt es das KVB-Motiv eben mit dem Schatten. Ist ein Motiv von Rick Melton. Und zurzeit machte er so Naked-Eye-Covermotive, die mir nicht gefallen. Aber das hier ist wirklich fantastisch geworden. Und gefällt mir auch richtig gut. Also das KVB ist hier von Rick Melton gezeichnet worden. Auch das sehr schön. Und auch das KVC-Motiv ist eine Fotokollage zu dem Film. Auch das ist wirklich sehr schick geworden. Und ich habe mir wirklich schwer getan, welches KV-Motiv ich mir holen werde. Aber für mich war auf jeden Fall das KVB immer noch das Beste von allen. Und dann gibt es auch noch zwei Box-Sets. Einmal das Boxset 1. Da sind zwei Mediabook drin gewesen. Einmal das KVA-Motiv und auch noch ein exklusives Artwork in dieser Box. Die Preise sind dann doch etwas höher. Und dann gibt es noch das Boxset Nummer 2 und dort sind wirklich alle Covermotive mit enthalten und auch noch das exklusive Artwork noch, was auch schon in der Box 1 mit drin ist. Und das schlägt mit 180,90 Euro in den Geldbeutel ein, ist wirklich sehr hoch. Die gibt es auch noch zu kaufen bei Cine Museum, ansonsten sind eigentlich alle an ausverkauft. Ich hatte auch das Boxset 2 auch in meinem Warenkorb drin und dachte, okay, da ist alles mit inbegriffen, mit Versand aber leider nicht, denn da kommen nochmal 32 Euro Versand dazu und für die komplette Box wären es dann 221 Euro gewesen. Okay, na, das mache ich jetzt mal nicht, weil das jetzt mir doch ein bisschen zu viel ist für dieses Mediabook. Vor allem, es sind viermal dasselbe Film drin und ich kenne den Film jetzt nicht wirklich. Ich habe daran auch ihn noch nie wirklich gesehen, aber jetzt eben in diesem wirklich schicken Mediabook in KVB bin ich auch damit auch voll und ganz zufrieden. Ja,
Bin gespannt, wie er ist. Der Film geht auch recht lange, ist aber auch, glaube ich, kein Film, sondern eher eine TV-Serie, auf mehreren Teilen aufgeteilt. Und die Serie geht nämlich 183 Minuten, also ungefähr so lang wie auch der alte Stephen King's S. Ist ja auch eine TV-Produktion gewesen, mit als Zweiteiler. Und ich denke mal, der hier müsste genauso sein. Ist auch ein Tobe-Hopper-Film, also auch den Texas Chainsaw Massacre gemacht hat. Also ich bin gespannt, wie mir dieser Film gefällt. Ich habe, wie gesagt, hier nicht große Erwartungen an diesem Film. Und ja, die Cover B-Motiv ist anscheinend auf 100 Stück limitiert und ist ab die Nummer 21 bekommen. Wenn es wirklich so stimmt, ist es echt krass. Ja, so schaut es schon mal aus. Würde man sagen, wir machen jetzt mal die Folie runter. Ja, ich packe das jetzt auch aus, weil ich will den Film auch angucken. Und vor allem, wenn hier auch schon solche Stunden mit dabei ist, dann wird das auch ausgenutzt. Und wir machen jetzt mal die Folie runter. Und dann schauen wir uns auch mal das Motiv nochmal ganz genau an. Und ja, von so Glanzeffekten ist leider nichts zu sehen. Dafür aber mit einem Wendemotiv bzw. mit einem Backartwork. Aber erstmal gehen wir in die Ego-Perspektive über und dann schauen wir uns mal das Mediabook mal ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Mediabook zu Brennen muss Salem oder auch Salem's Lot. Eine Buchverfilmung von Stephen King und hier eben in der KVB-Variation von Cinemuseum. Und ja, was soll ich sagen, das Motiv schaut wirklich hier fantastisch gut aus. Und hier mein Rick Melton Covermotiv ohne irgendwelche Nugget Eyes drauf, was mir besonders gut gefällt. Auch der ganze Nosferatu, dieser Vampir, kommt hier wirklich extrem gut zur Geltung und wirkt auch sehr bedrohlich, eben hier mit diesem Schatteneffekt, auch die Augen, die hier uns entgegenleuchten und seine Zähne, also wirklich hier sehr schön. Auch der Schatteneffekt mit dem Haus und dem Vollmond und hier der Schriftzug. Was es noch ein wenig aufgepeppt hätte, wäre zum Beispiel noch Salem's Lot hier in einem Glanzeffekt vorgesehen zu bekommen, aber an sich ein wunderschönes Artwork, auch schöne kräftige Farben haben hier, steige kontrastreiche Farben und wirklich echt extrem schön gemacht. Wir gehen ein bisschen näher ran, um euch das mal ganz genau anzugucken, eigentlich eben dann der Titel Salem's Lot, dann eben hier eben dann das Haus mit dem Vollmond und hier eben dann der Vampir. Und das schaut wirklich echt extrem gut aus mit diesem Schatteneffekt im Gesicht. Richtig stark. Oder was meint ihr? So, wir drehen mal rum und dann schauen wir uns mal kurz den Spine an. Und einmal hier das Warner Bros. Logo, dann Pluridisc Logo, dann haben wir hier das Cover Artwork von vorne drauf, dann Salem's Lot, dann haben wir hier Cinemuseum, Kult Nummer 8, einmal hier das Logo nochmal von Cinemuseum und nochmal hier Kult. Und dann haben wir eben hier auch noch ein Beiblatt, das ist auch hier in Hochglanz vorliegend. Einmal hier eben dann die Credits, directed by Tobe Hopper, mit dabei David Soul, James Mason und Lance Kerwin. Sagen wir alle, eigentlich alle gar nichts. Hier einmal dann die italienische Inhaltsangabe zu dem Film. Einmal hier noch ein paar Szenenfotos noch, beziehungsweise ein paar auch Fotokollagen nochmal dazu. Und wir haben hier ein 2-Disc-Set, einmal mit der Blu-ray-Disc, mit der ganz normalen Version und einmal hier noch die internationale Version, gibt auch hier noch auf der Disc 2, das können wir auch hier ganz gut nachlesen und ihr seht ja schon, wir haben hier eben Cinemuseum Kult Limited 100 und ich habe hier Nummer 21 bekommen, also unglaublich, das Ding ist echt sehr, sehr gering limitiert und da bin ich echt nur froh, eins bekommen zu haben und hier als Beweis Blu-ray Disc Genre Horror, wir haben hier eine Laufzeit von 183 Minuten. Der Film ist aus 1979, denke ich, wenn alles täuscht. Und dann haben wir hier nochmal dann Audio, einmal hier Italiano, Englisch, Franz und eben hier Tedesco 2.0. Wir haben hier eine deutsche Tonspur mit auf den Disc mit drauf. Also man muss jetzt hier nicht nochmal extra neu kaufen. Das finde ich hier schon mal sehr, sehr schön. Hinten drauf auch hier nochmal ein Etikett nochmal drauf, wie es eigentlich von Italien immer so ist. Und auch hier wirklich ein sehr steiges Backartwork, was wir auch hier schon in klein drauf haben. Hier nochmal hier in groß. Auch das ein wunderschönes Gesangsmotiv und muss echt sagen, auch das gefällt mir hier richtig, richtig gut. Verdammt steig. Und nochmal hier müsst ihr auf jeden Fall auch nochmal dann das Rick Melton Initial nochmal hier unten sein, denke ich mal, sein, wenn alles täuscht oder ist ein Teil von dem Motiv. Und auch hier von der Verarbeitung her schaut das mit dem Buch wirklich fantastisch gut aus. Richtig schön gemacht. Und dann schlagen wir jetzt hier mal auf.
und haben einmal hier eben dann die Blu-ray Disc vorliegen, hier komplett in schwarz gehalten, jetzt nichts Besonderes. Und noch einmal hier eben dann das Hintergrundmotiv und hier einmal das Ganze hier reingenäht. Und hier eben im Salem's Lot, auch hier ein sehr schönes Motiv mit dem Vampir und hier mit den Charakteren noch. Auch ein Back-Artwork gibt es auch noch, was auch einigermaßen auch gut zu erkennen ist. Ein Junge, der gerade hier im Nebel steht. Und dann blättern wir hier mal durch. Und das Booklet ist auf Englisch und Italienisch. Einmal hier The Ultimate in Terror, Salem's Lot, directed by Tobe Hooper. Genau, 1979 kam der Film raus. Laufzeit 183 Minuten. Und da haben wir hier Salem's Lot, a cult miniseries. Setzte Gives Shivers, also einmal hier komplett auf Englisch geschrieben. Und einmal hier eben ein paar Szenenfotos noch aus dem Film. Dann haben wir hier Try Again, Tobe. Stephen King, one of the admirers of Hooper's work. Und muss echt sagen, dieser Film habe ich noch nie gesehen. Lange stand der auf meiner Liste, um ihn mal anzugucken. Jetzt, dank Cinemuseum, habe ich ihn auch in eine schöne Edition bekommen. Nochmal hier vielen Dank. Ein paar Ausgangsfotos gibt es auch noch. Dann gibt es hier noch eine weitere. Er sieht aus wie eine MRA-Hülle, von der Rückseite zumindest. Was jetzt hier drin ist, weiß ich leider nicht genau. Das ist mir etwas fraglich. Und eben dann hier noch ein paar Aussagenfotos noch, zumindest ein paar Szenenfotos aus dem Film. Und dann haben wir jetzt eben hier dann noch die italienische Textausgabe von dem Mediabook, die mir natürlich leider hier nichts bringt. Und dann sind wir auch hier gleich durch. Auch hier gibt es andere Fotos, also nicht einfach nur kopiert vom anderen, sondern wirklich was anderes noch dazu. Und dann sind wir auch hier gleich durch mit diesem Booklet. Und ich habe noch was Besonderes entdeckt, und zwar nämlich auf der letzten Seite. Guckt euch das mal an. Auch hier nochmal CMC Limited Cinemuseum Kult. Und das ist sogar, wenn mich alles täuscht, sogar mit der Hand reingeschrieben worden. 21 von 100. Und das gibt es wirklich sehr, sehr selten. Auf jeden Fall auch richtig schön gemacht, wie ich finde. Und auch hier dann die Bonusdisc. Die finden wir dann hier. Mit diesem Motiv, und das Ganze schaut hier nochmal so aus und kann nur sagen, eine richtig, richtig schöne Edition. Auch hier nochmal ein schönes Artwork nochmal von unserem Nosferatu, und bin absolut begeistert von dieser Edition, und ich werde jetzt echt überlegen, ob ich vielleicht auch noch die große Box holen soll. Es ist wirklich teuer, aber schaut absolut grandios aus. Oder was meint ihr? Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem Mediabook zu Brennen muss Salem von Cinemuseum. Und ich kann nur sagen, wow, was für ein richtig schönes Teil, muss ich echt sagen. Wow, das Cover-Artwork, mega gut gemacht mit dem Schatteneffekt an dem Nosferatu, auch die Rückseite wunderschön gestaltet mit den ganzen Charakteren aus dem Film. Auch natürlich die Limitierungsnummer 21 von 100, Wahnsinn, ich dachte wirklich, die sind höher limitiert. Grandios, auch natürlich, dass im Booklet auch nochmal die Limitierungsnummer nochmal drinsteht, handschriftlich kann man fast sogar sagen. Wir haben hier Booklet-Anteil in Englisch und in Italienisch, mein Englisch ist not so very good. Und natürlich der große Vorteil, wir haben hier auch noch eine deutsche Tonspur auf den Discs, und das ist natürlich auch nochmal ein Kaufgrund für mich gewesen, dass ich nochmal zuschlagen musste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gewusst, aber jetzt bin ich auf jeden Fall beruhigt, und jetzt kann auch dieser Film auch bald im Player landen. Ja, was sagt ihr denn zu diesem wirklich verdammt schicken Mediabook? Ein Kauflink zu den Brennen muss Salem Mediabooks von Cinemuseum ist unten in der Videobeschreibung mit drin, und vielleicht habt noch Glück, es kommen noch welche nach, ansonsten leider ein Pech gehabt, oder höre ich eben die teure Box für 180 Euro, da bin ich echt überlegen, ob ich es doch noch tun soll. Weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich eher nicht. Und ja, das war es auf jeden Fall. Ein Kauflink, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, wenn sowas verfügbar ist. Ansonsten leider Pech gehabt. Oder mal bei eBay schauen. Aber ihr wisst ja, nicht bei eBay gucken, könnte auch etwas zu teuer werden. Ja, meine Lieben, das war es auch schon. Was sagt ihr zu dem Mediabook? Was sagt ihr zu dem Film? Habt ihr ihn schon gesehen? Schreibt es in den Kommentaren rein, würde mich freuen. Und dann sind wir auch hier schon durch mit diesem Mediabook zu Brennen muss Salem von Cinemuseum. Und hier liebe Grüße an den lieben Carlo. Und bis denne, tschüss mit Ö und tschüss.